wir wollen eine Landfeste legen und dazu brauchen wir ausreichend Bauwerk und Leine. Wenn wir nicht genug Leine an Bord haben, müssen wir diese verlängern. Und sollten diese gleich dick sein, können wir es mit dem Kreuzknoten machen. Aber wir gehen davon aus, dass es nicht die gleichen Leinen sind, unterschiedlich dick. Und dann machen wir das Ganze mit dem Schutzsteg. Wir haben diese zwei Leinenenden. Wir bilden hier mit der einen Leine eine Bucht. Gehen hier drüber, drumherum und parallel zum Daumen hier durch oben drüber. Jetzt sind die zwei ungefähr gleich dick. Wir können es nochmal mit einer dünneren machen. Oder die blaue da hinten kannst du mir mal geben. Da sieht man den Unterschied besser. Also Philipp bringt mir da die blaue. Zack, jede Menge Leinen an Bord. Während des Frühstücks. Frühstück gibt es auch gerade an Bord, die sind schön ruhig. So, also hier kommen wir, ganz schön schwer zu halten bei so einem dicken Ding. Also wir kommen hier von unten raus, über den Daumen und parallel zum Daumen hier durch. Jetzt sind die zwei sehr unterschiedlich dick, deswegen hier bei so einem großen Unterschied wäre es besser mit dem Doppelten. Einmal hier durch. Zack. Und fertig. Noch einmal. Also. Ist mein Kontrast besser. Komm hier raus. Ist besser, wenn wir den so ein bisschen so nach unten halten. Hier über den Daumen. Und dann parallel zum Daumen. Wenn wir den brauchen, dann muss es oft schnell gehen, weil wir dann jemanden haben, der mit dem Dingi gerade die Leine wegfährt. Und oder dann in irgendeiner Art Leinenverlängerung braucht, den müssen wir dann relativ fix drauf haben. Wenn es zu lange dauert, haben wir jemanden, der traurig im Dingi sitzt. Gut.